Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich einmal meinen Kidde XMAX mit dem Rapido Hotend vorstellen und zeigen, dass auch ein Kidde bis zu 50 Kubikmillimeter pro Sekunde drucken kann. Zwar redet jeder über die Geschwindigkeit, doch die wirklich wichtige Größe ist in meinen Augen die Durchflussmenge durch den Extruder. Habe ich eine kleine Düse, zum Beispiel 0,2 mm, kann ich deutlich schneller fahren, als wenn ich eine große Düse mit 1 mm habe. Als Extruder habe ich übrigens einen Orbiter 2.0 verbaut. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Als Benchmark nutze ich ein dafür erstelltes Objekt, welches ich im Vasenmodus drucke. Das Objekt selbst fährt lange gerade Strecken, damit ich eine möglichst konstante Extrusion bekomme, ohne dass der Druckkopf abbremsen oder beschleunigen muss. Hier siehst du nun die Cura-Einstellungen, die ich für diesen Test verwende. Ich wurde gebeten, die Einstellungen nicht ganz so schnell durchzuführen, damit man es auch besser nachmachen kann. Das Modell kann übrigens von meiner Printables-Seite runtergeladen werden und über die Skalierfunktion deines Slicers an deinen Drucker angepasst werden. Ich hoffe, du konntest schon ein paar meiner Einstellungen sehen. Ich drucke mit einer Linienstärke von 1 mm und einer Layerhöhe von 0,5 mm sowie einer Wandgeschwindigkeit von 10 mm pro Sekunde. Somit fällt es mir hinterher leichter, die Geschwindigkeit prozentual zu erhöhen. Dabei entspricht 100% ein Durchfluss von 5 Kubikmillimeter pro Sekunde, 200% entsprechen 20 mm pro Sekunde oder auch 10 Kubikmillimeter pro Sekunde und so weiter. Nun sind alle Einstellungen für den Test getroffen und wir können den Druck starten. Hier unten links siehst du die Überwachung durch Clipper eingeblendet. In diesem Fenster siehst du auch, wenn ich die Geschwindigkeit stufenweise erhöhe. Direkt nebendran siehst du auch die Durchflussmenge oder auf Englisch den Flow. In dem Fenster rechts nebendran siehst du das Temperaturdiagramm der eingestellten Düsentemperatur. Wundere dich nicht über den durch das Bild flitzenden Icarus. Ich habe das Video etwas schneller laufen lassen. Temperatur und Durchflussmenge gehen übrigens Hand in Hand. Erhöhe ich den Durchfluss, muss der Extruder mehr Kraft aufbringen, um das Filament durch die Schmelzzone zu fördern. Erhöhe ich die Temperatur, wird das Filament dünnflüssiger und der Extruder benötigt nicht mehr so viel Kraft. Wenn du also planst, den Druck schneller laufen zu lassen, solltest du auch gleichzeitig die Temperatur etwas erhöhen, da es sonst zu einer Unterextrusion kommen kann. Während des gesamten Tests stehe ich daneben und sobald der Extruder zu skippen anfängt, erhöhe ich die Temperatur um 10 Grad Celsius. Dann erhöhe ich die Geschwindigkeit wieder so lange, bis ich in den Grenzbereich komme und erhöhe entsprechend wieder die Temperatur. Wie du siehst, habe ich nun einen Durchfluss von 55 Kubikmillimeter pro Sekunde erreicht. Das entspricht einer Geschwindigkeit von 110 mm pro Sekunde bei einer 1 mm großen Düse. Hier kannst du übrigens mal sehen, wie schnell eine Filamentrolle abrollt, wenn man mit solch hohen Durchflussraten druckt. Das Video läuft nun in Echtzeit. Du kannst ganz klar sehen, wo der Extruder skippt und wo Löcher im Druckbild entstehen. Wenn du eine kleinere Düse hast, sind die Löcher kleiner und nicht so markant. Hier siehst du nun ein paar Nahaufnahmen. Ich habe offensichtlich das Maximum erreicht. Die Leistung des Hotends ist übrigens von mehreren Faktoren abhängig. Generell kann jedoch gesagt werden, dass je dünnflüssiger das Filament ist, desto höher sind die Flowraten, die erzielt werden können. Für den Test habe ich wie gesagt eine 1 mm große High-Flow-Düse verbaut. Einige davon habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Zusammenfassend kann man jedoch sagen, dass das Rapido Hotend wirklich viel Flow zulässt und für große Bauteile bestens geeignet ist. Hat dir das Video gefallen, freue ich mich natürlich über ein Like von dir. Hier links siehst du noch ein anderes Video, was dir gefallen könnte. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.